Das erinnert mich an dein altes Häschen, Nachtlicht. Erinnerst du dich noch? Ohne wolltest du nie schlafen gehen. Dad, die Dinosaurier kommen nicht durch die Tür, stimmt's? So, und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Jurassic Park. Ich habe gerade, als ich wieder ein Spiel geklickt habe, aus Versehen eine Antwort ausgewählt. Deshalb muss ich direkt aufnehmen. Habt also nichts verpasst. Die Tür, die ist zu stabil, die ist zu klein. Stabil eher nicht, die ist zu klein. Obwohl, stabil beruhigt sie mehr als zu klein. Keine Chance. Das ist massiver Stahl. Massiver Stahl. Ja, Liebling? Weißt du noch, wie ich meinte, dass ich kämpfende Dinosaurier sehen will? Ja. Das war ja so toll. Versuch zu schlafen, Süße. Naja, so toll. Nun, wie gesagt, ich krieg die Audioprobleme nicht aus dem Spiel heraus. Ich habe jetzt auch noch Kompatibilitätsmodus und alles probiert. Aber das, vorhin er gerade gezeigt, das klappt einfach nicht. Oh, wir haben ein Gewehr. Das Spiel hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel und kann gut sein, dass es halt auch ein bisschen verbuggt ist. Es ist nicht so bekannt. Dann laden wir mal nach. Eine Art Betäubungspfeil, würde ich sagen. Sieht mal so aus mit dem. Okay. Ich würde nicht einschlafen. Ich traue der anderen Frau nicht, die gerade vergiftet wurde oder halt angegriffen. Angeknabbert. Okay, irgendwas ist da draußen. Okay, wir haben unser Gewehr noch. Okay, erstmal das hier überprüfen. Okay, ist anscheinend in Ordnung. Wir schieben mal den Riegel beiseite. Es ist Tag, immerhin. Können wir hier irgendwas? Nee. Dann öffnen wir mal die Tür. Auf gut Glück. Vorsichtig. Ach. Wo hat der gerade die Patrone da rausgelassen? Ich meine, der hat einen Pfeil nachgeladen, hat aber gerade die Patrone entladen, oder wie jetzt? Was glaubst du, wer hat gewonnen? Oh, Triceratops, T-Rex? Nee. Wenn T-Rex gewonnen hätte, dann würde hier mehr Blut liegen und eine Leiche. Ich glaube nicht, dass er da ist in einem Hubs für niemand. Wir haben gewonnen. Diesen Umständen würde ich sagen, wir. Da stimme ich dir zu. Darf nicht passieren. Ein freilaufender Triceratops, okay. Aber ein T-Rex, das ist mehr als inakzeptabel. Ich muss mit Muldoon und dem Sicherheitsteam reden. Oh oh, wirst du richtig auf den Tisch hauen? Wer immer das zugelassen hat, muss zur Verantwortung gezogen werden. Ich werde auf den Tisch hauen. Cool. Ein Echo haben die auch noch in der Stimme. Also, wie kommen wir zum Besucherzentrum? Per Anhalter, laufen, gute Frage. Laufen. Bleibt uns nichts anderes übrig. Es wird ja keiner vorbeifahren und uns mitnehmen. Du bleibst hier. Ich würde sagen, ja, du bleibst hier. Weil es ist ein sicherer Bunker. Was kann da schief gehen? Aber scheißegal, ich... Gute Frage. Gute Fragen. Das ist eine sehr gute Frage. Ohne Auto und Funkgerät bleiben uns nicht viele Optionen. Der Strom geht wieder. Zumindest steht die Stromversorgung wieder. Das sollte doch was nützen. Wir könnten uns eigentlich im Triceratops gehen. Nee, ich will da ehrlich gesagt nicht. Ach, ist eh offen. Die Videoverbindung steht. Wie haben Sie das gemacht? Leicht zu hacken. Das System wird nur von Windfaden und Spucke zusammengehalten. Genau wie der Rest des verdammten Parks. Sieht aus, als hätten nicht nur wir das Boot verpasst. Da draußen überleben sie nicht. Wir holen sie da raus. Wie kommen wir zu ihnen? Wir sind meilenweit entfernt und die Straße ist unterspült. Wir sitzen vielleicht in der Wildnis fest, aber die beiden stehen mitten auf der Hauptroute der Tour. Sehen Sie mal. Okay. Hauptroute der Tour, das heißt, die Tourfahrzeuge müssten doch... Das ist ein alter Rechner. Ah, na also... Ich hoffe, dass das System online ist.
Sicherheitszugriff. Verdammt. Na gut, ich brauche wohl einen Sicherheitszugriff. Man merkt, wenn der Computer so alt ist, wenn eine Schnecke als Ladebildschirm vom Mauscursor erscheint. Telefondaten. Netreeland. Wie geil. Sicherheit. Sicherheitszugriff. Komm schon. Ach, wie geil. Dennis Nedry, Sie wollen ein Zauberwort? Ich hab da ein paar für Sie. Okay. Professionell hacken. Hopp, 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 hopp. Ja. Sturdry. Alles klar, wir haben Zugriff. Mal sehen, was wir damit anfangen können. Okay, wir haben den Zugriff. Das heißt, wir können jetzt die Tourfahrzeuge losschicken. Das ist doch mal was. Oh ja. Okay, 4 Fahrzeuge. Fahrzeug 1 ist wahrscheinlich im Arsch. Offline. Totalausfall. Naja. Wie oft habe ich gesagt, dass der ganze Park in einer Katastrophe enden wird? Ziemlich oft. Hoffentlich funktioniert wenigstens einer dieser Schrotthaufen. Fahrzeug 2. Okay, meine Schäfchen. Wartet einfach da und ich schicke euch einen Wagen. Ein Wagen. Ja, da bin ich froh über einen Wagen. Da kommt er. Ich überlege gerade, im Real Life so einen Wagen zu besitzen, wäre eigentlich ganz geil. Mit der gleichen Aufschrift und so. Ich glaube, es wäre sogar legal. Willkommen an Bord. Hallo? Niemand weiß, dass wir hier sind. Du hast gesagt, ich soll niemals trampen. Außer du bist auf einer Insel voller Dinosaurier. Los, Liebes, holen wir unsere Patientin. Okay, immerhin. Wie bringt uns dieses Ding? Die Tourfahrzeuge fahren nur ein paar Ziele an. Wenn sie uns hören, wir müssen zum Besucherzentrum. Sieht aus, als wäre jemand verletzt. Ich bin überrascht, dass es nur einer ist. Bringen wir sie zum Zentrum. Na bitte! Die Karre nicht schneller fahren? Das dauert ja ewig. Marikita. Oh. Oh, die sieht nicht gut aus. ¿Qué haces aquí? Es peligroso. Sie hatten einen Unfall. Sie sind jetzt in Sicherheit. Alles wird gut. Wir bringen sie zum... Ricardo! Morirás por tus pecados. Ganz ruhig. Was ist los? Sie ist im Delirium. Sie halluziniert bestimmt. Marikita. Angelito mio. Sie sagte, ich sei ihr Engel. Hola, ¿cómo estás? No sabes cuánto he esperado. Jess, rede weiter mit ihr. Sag ihr, sie muss sich entspannen, erholen. Mein Spanisch ist nicht so gut. Du kannst das, Liebes. Sag ihr, sie muss sich ausruhen. Mariquita, ¿qué pasa, mi amor? Oh Gott, Spanisch. Ja, ich, natürlich kann ich Spanisch. Spanisch, Yogur und nee. Tio, El, Usted? Usted? Vielleicht. Usted? Usted? Ausruhen. Ovita klingt mal nach Vitalität. Evita. La Resta. La Resta? Usted evita la Resta. Sie meidet Subtraktion. ¿Por qué estamos hablando de las matemáticas? Ich glaube, La Resta bedeutet etwas anderes, als ich dachte. Okay. Usted? Usted? Ovita, Odia, Nis... Odia? Odia? La Biblioteca, nee. El Descanso? Vielleicht. El Descanso? Usted odia el Descanso? Sie hasst Ruhe. Ach, was? No vale la pena odiar. El odio fatiga. Sekunde, ich habe das nicht richtig gesagt. Okay, warte, wenn wir mal Yogur. 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 Komm. Come. Come. La Biblioteca. Yogur come la Joghurt ist die Bibliothek. Yogur. Eso no tiene was die jetzt halluzinieren sentido. Muss. Ups. Ups, ja, ups ist gut. Okay, usted ist richtig. Usted. Warum wieder richtig? Weiß ich gar nicht mehr, oder war es richtig?
Ich glaube, Evita und El Descanso. El Descanso? Usted Evita El Nein, sie Descanso. Meidet. Das war nicht sie. Oh, verdammt. Das war falsch. Sag ihr, sie braucht Ruhe. Ja, brauchen. Ja, geht klar. Usted? Necesita ist das Letzte, was noch da ist. Und El Descanso. El Descanso? Usted necesita sie braucht Ruhe. El Descanso. El Descanso? Sí. Sí. Estoy cansada. Ich dachte, du hättest nur Einsen im Spanisch. Naja, ich habe etwas abgerundet. Entschuldigung. Das Knacken jedes Mal im Audio, wenn sie aufhören zu reden, das geht ein bisschen auf den Sack. Muss man zugeben. Dad, da! Gut, hier müssen wir raus. Und da ist auch ein Echo. Das war unsere Tour. Vergessen Sie nicht, im Souvenirgeschäft vorbeizuschauen. Das ist echt im Eimer. Gehen wir. Helikopter? Hallo? Hey, kann uns jemand helfen? Oh, hier sieht es auch nicht gerade gut aus. Blut am Boden. Alles zerstört. Was ist passiert? Wo sind die alle? Auf dem Boot, keine Ahnung. Sie arbeiten draußen. Die sind bestimmt mit dem Boot weg. Ich sag mal auf dem Boot. Das Boot hat noch nicht alle zurückgebracht. Wahrscheinlich wegen des Sturms. Ach, der Sturm ist vorbei. Die wären jetzt alle wieder zurückgekommen. Ach so. Du bleibst mal schön hier. Okay, Blut, Schleifspuren auf dem Boden. Ein Raptorfuß. Bleib doch bei unserer Patientin. Ich werde mich noch ein bisschen umsehen. Okay? Okay, aber warum redest du so? Jemand will uns kontaktieren, oder? Es kommt aus den Lautsprechern. Sie müssen über den Notrufkanal senden. Moment, ich werde das zurückverfolgen. Okay, da oben quatschen die. Wir haben verschiedene Orte, die wir... Boah. Sie sicher, glaube am 2. C. Velociraptor, was zur Hölle ist hier passiert? Gute Frage. Was haben wir denn hier? Hier ist nichts. Ja, was auch sonst? Okay, die da oben quatschen. Ich würde sagen, ich mache heute mal einen kürzeren Part. Ich mache heute wirklich mal einen kürzeren Part, denn ich muss dringend aufhören aufzunehmen. Ich muss auch ein bisschen noch mit der Audio spielen, da glaube ich. Ich glaube, die Stimmen sind noch ein bisschen zu leise. Dann würde ich aber sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Part von Let's Play Jurassic Park. Leider heute eine kürzere Folge. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Bis zum nächsten Mal.